Ja, das passt noch, das geht schnell. Dann können wir noch ein paar Schaltkreise mitnehmen. Und noch mehr Eisen brauchen wir. Alter Falter, ja. Den dürfen wir bald erweitern, unseren Reaktor. Aber das ist okay. Dafür ist er da. Ach so, stimmt. Ich muss den Quatsch hier nochmal anschließen. Das können wir aber ganz simpel machen, nämlich hier drüber. Stahlkisten, tatsächlich. Die sind schon angeschlossen, die Eisenlanes von der Produktion, ja. Die habe ich hier stumpf getunnelt einfach. Und der Rest, der hier noch ist, ist eigentlich relativer Müll. Das haben wir schon, keine Ahnung, ich glaube, ja, irgendwann letztes Wochenende, glaube ich, gemacht, ja. Gut, ansonsten haben wir den neuen Zug. Da können wir rein theoretisch immer die zweite Station hinzufügen. Das ist Haupt 4 und da machst du dein Inventar wieder leer. Okay. Hatte ich irgendwas noch nicht... Ach, stimmt, genau. Hier fehlt noch der Tunnel. Haha. Stimmt, irgendwas war da. Egal, machen wir gleich. Haben gerade sowieso nichts da. Wir brauchen hier auf jeden Fall noch eine Runde Beton. Das machen wir als nächstes. Da fehlt noch... Ja, nehmen wir einen 200er mit von hier. Die blauen Fließbänder haben wir schon erforscht. Aber wie gesagt, das machen wir nicht mehr heute. Wir haben gleich 4 Stunden Factorio rum. In 25 Minuten circa. Oder ziemlich genau sogar. Und dann reicht das erstmal wieder für heute. Morgen ist dann auf jeden Fall wieder Open End. Da rasten wir dann nochmal richtig aus. Ich denke, wir werden auch früher beginnen dann. Heute war ja 20 Uhr. Ich weiß noch nicht, wann genau. Schreiben wir wieder im Discord, wie gehabt. Achso, genau, und für die, die eventuell neu mit dabei sind, im Discord finden sich auch die ein oder anderen Blueprints zum Thema Factorio. Infos dazu sind unterm Stream. So, warte mal, da war das, ne? Da die Dinger gerade sowieso gebaut werden, würde ich gerne mal den ganzen Kram hier doch nochmal fertig bauen vielleicht. So, möchte der feine Herr denn jetzt fahren? Ja, sehr schön. Gut. Auch dazu habe ich schon was gesagt, NXTler. Also, wie gesagt, ich wiederhole das gerne nochmal. Wir werden irgendwann den Mainbus komplett ersetzen mit diesen blauen Förderbändern. Habe ich jetzt aber das letzte Mal erklärt. Und irgendwann reicht's. Nee, ist in Planung, aber ich wiederhole auch das nochmal ein letztes Mal. Das werden wir nicht heute machen, sondern vermutlich morgen oder nächstes Wochenende. Mal gucken. So, hier wäre noch Strom ganz cool, ne? Genau, da müssen wir eigentlich nur hier zwischendrin so ein Ding hinbauen und dann war es das schon wieder. Ja, genau. Dann fehlt hier nur noch ein bisschen Kleinkram. Die... Er hat mich wieder angelogen mit den Greifarmen, ne? Ja. Ah da. Dann brauchen wir noch Licht. Stahlkisten baue ich noch nebenbei. Wir brauchen noch davon welche. Naja, alles nochmal bauen nicht. Aber wenn wir nachher an die Rakete rangehen und die weißen Forschungsflaschen bekommen möchten, bietet es sich an, eventuell eine neue Basis zu bauen.
Wobei wir dann viele Dinge ja hier nicht mehr brauchen, wie zum Beispiel... Ja, obwohl doch... Also, ja genau, warte mal, ich habe eine Idee. Wir werden diese Basis nachher hier im unteren Bereich dazu umbauen, dass wir über ein Logistiksystem alle Dinge bekommen, die wir brauchen, automatisiert. Und dann werden wir irgendwo an einem anderen Fleckchen Erde, nicht zu weit weg, unsere Raketenbaubasis bauen. Ich glaube, das ist ein Plan. Aber damit beginnen wir erst, wenn wir sämtliche Forschung fertig haben. Ja, müssen wir, glaube ich, fast sowieso, ne? Ne, wir könnten schon forschen, aber nee. Genau, die vier werden gebaut. Jetzt brauchen wir tatsächlich halt einfach noch 12 von den Grünen. Okay, die geben wir nochmal eben schnell in Auftrag. Ne, also ich denke mal, das ist schon das Sinnvollste, weil wir werden hiermit halt einfach irgendwann nicht mehr auskommen. Auch wenn es ein 8er Mainbus ist. Ja. Das Kupfer wird wieder weggeheizt. Das ist nicht genug. Das ist aber, liegt aber wahrscheinlich ja, an dem Kupfermangel. Aber das können wir ja irgendwann mal abstellen, wenn dieses Kupfervorkommen hier unten weg ist. Ist nicht mehr viel, passt schon. So, 10 Stück. Und dann haben wir da die 12. Ja, kohletechnisch werden wir das so ähnlich machen wie hier beim Stein, weil wir keine 2 Kohle-Lanes brauchen. Eigentlich brauchen wir auch nur eine. Weil... Oh, interessant. Es geht ja im Prinzip nur hier um diese Kunststoffproduktion. Ich meine, klar, wir können schon 2 Lanes hinlegen, weil hier diese Kupferlanes, die verschwinden ja dann nachher. Ja, dann machen wir da 2 Stück vor und dann passt das, glaube ich. Ja. Oh. Hm, uns fehlen noch Tunnel und Stahlkisten. Okay. Tunnel waren 3 Stück, ne? Genau. 3 und 3. Das krieg ich hin. Eins, zwei, drei. Genau. Ja, also alles in allem denke ich mal, dass wir noch Ewigkeiten mit diesem Spielstand beschäftigt sein werden. Ach so, genau. Festbrennstoffzuführung. Bevor wir... Ne, warte mal. Das lassen wir hier erstmal noch weg. Wir machen das nämlich erstmal damit. Dann haben wir hier einen Bahnhof quasi über, die wir noch so ein bisschen mit Holz befeuern können. Genau, die Vorbereitung für den Festbrennstoff ist ja schon da, aber dennoch, ne, reicht das, glaube ich, so erstmal. Und hier habe ich mich verguckt, weil das muss ja hier ran. Ah ja, und da fehlen noch die Kisten. Okay, alles klar, passt. So. Hm, irgendwie passt der Abstand nicht ganz. Egal. Also hier meine ich, aber das ist mir ehrlich gesagt ziemlich egal. Ja, produziere 1 Million elektronische Schaltkreise. Das ist natürlich relativ simpel zu machen. Einfach laufen lassen. Immer noch 4. Wie er mich einfach am laufenden Band verarscht. Das waren 3. Machen wir 4 davon, genau. Hm. Sind aber nicht genug, ne? Ach doch, 1, 2, 3, jetzt passt es, ja.
Genau, gehen wir nochmal kurz durch. Hier unten ist auch alles soweit da. Ja, damit hätten wir den Bahnhof auch fertig. Bis auf die drei Lanes hier, aber die brauchen wir erstmal nicht. Dann könnten wir fürs gute Gewissen eigentlich hier noch die Türme hinziehen, aber dazu roden wir vorher den Wald noch weg, weil dann können wir gleich genug Platz lassen für den zukünftigen Uranbahnhof. Na komm, machen wir den Kram hier ganz weg einfach. So, hier genauso. Machen wir den ganzen Quatsch einfach weg. So. Dann haben wir auf jeden Fall genug Platz. Das ganze Holz schmeißen wir natürlich hier mit rein, wie schon angesprochen. Ja, ist ein bisschen was. Damit kommt er auf jeden Fall ein Weilchen hin. Sind die eigentlich alle voll hier? Nee, oder? Oh Gott. Sehr gut. So, und dann werden wir einfach mit den Türmen hier mal ein bisschen runtergehen. Ach, ich habe noch 50. Okay, halt, warte. Das machen wir lieber so, in dem Bogen. Und irgendwann, wenn ich mal ganz viel Langeweile und Zeit habe, werde ich noch das richtige Verteidigungssystem dahin bauen. Hallo? Ach so. Gut, haben wir das. Dann können wir nochmal eine neue Forschung anschmeißen, glaube ich, ne? Ja, machen wir halt das. So, also, wir können was abhaken. Nämlich neues Kohlevorkommen. Und wir können abhaken, fette Rüstung. Denn die haben wir in gewisser Weise auch. Natürlich noch nicht fertig. Wir können aber jetzt zum Ende hin nochmal gucken, dass wir vielleicht nochmal die Exoskelette fertig bauen, die wir haben wollten. Da brauchen wir, genau, die Elektromotoreinheiten. Das könnte vielleicht auch ein kleines Problem werden, weil die immer relativ, ja, zügig verarbeitet werden. Wobei Schmiermittel ist gerade voll. Das heißt, es könnte genug da sein. Mal gucken. Wir schauen mal nach. Ja doch, sind genug da. Sehr schön. Dann gehen wir halt hier hin. Warte mal, jetzt ist 30. 60. Oh, 90. Genau, dann brauchen wir noch ein bisschen Stahl. Der liegt hier gerade auch zufälligerweise rum. Und Prozessoreinheiten. Die haben wir da drüben. Das bekommen wir auch hin. Haben sich sogar einigermaßen erholt hier. Sehr schön. Oh. So. Da haben wir wieder 4 Stück über. Die packen wir mal eben hier mit rein. Dann geht er nicht ganz leer aus, der Kollege. So. Ja. Ui. Okay, das ist cool. Momentan scheint es die Energie noch zu packen. Jawohl. Alter, das ist schon mal ganz geil.
Wir werden aber dennoch das ganze Gedöns mit einem Reaktor betreiben, weil aufgrund der Tatsache, dass wir eine Batterie drin haben, haben wir einen gewissen Puffer und wir rennen ja nicht immer. Fast immer. Mal gucken, wie gut das geht. Mal sehen. So, eins haben wir noch. Ja, das ist angenehm. Macht die Laufwege in gewisser Weise kürzer. Gerade auf dem Beton hier geht das richtig ab. Jo. Okay, cool. Mit Förderband? Yep. Das ist cool. Ja, nice. Nächste Frage. Kriegen wir da noch mehr rein? Wir können mal ein bisschen umsortieren. Wenn wir zum Beispiel den ganzen Quatsch, den können wir dahin packen. Und das vielleicht dahin packen. Dann kriegen wir da noch mindestens 2 Stück rein. Mehr. Wir können die Batterie da oben hinpacken. Oh, ist es hier leer. Oh, vielleicht brauchen wir... Ich baue mal noch 3 Stück. Ich glaube, 3 ist ein ganz guter Deal. Dafür fehlen wieder die Elektromotoreinheiten. Also brauchen wir nochmal... Wie viele waren das? 90 dann, ne? Ja, genau. Oh. Ich komme mit der Geschwindigkeit nicht klar. Holy shit. Na okay, bauen wir erstmal ein. Wir können auch mal ganz eben ganz kurz das Ding wegmachen. So, und dann haben wir da noch einen. Und den oberen Part hier, die 3, die, ja, den werden wir einfach mit Batterien auffüllen. Ja. Können wir die schon mal bauen? Wir brauchen da jeweils 10 Stück. Das ist ein Haufen. Das heißt, wir klauen uns hier gleich... Oh Gott. Gleich nochmal ein bisschen Stahl. Vielleicht noch mehr Stahl. Das sind jetzt dann 12, 13, 14, 15. 20. Hoffentlich. Ja, das dauert jetzt wahrscheinlich wieder ein bisschen, aber das machen wir jetzt auf jeden Fall noch fertig. Ja, die Batterien brauchen eh ein bisschen, bis sie gebaut sind. Daher ist es gar kein Problem. Ansonsten haben wir echt viel davon gepackt hier. Kohle ist tatsächlich bald weg. Dann machen wir gleich mal eine kleine Aufräumtour hier längs, weil hier können wir ein paar Dinge auf jeden Fall abreißen. Des Weiteren... Auch hier sind schon die ersten fertig. Das war ja klar, weil hier nur der kleine Kram war. Hier genauso. Da werden wir dann hier nachher weiterbauen, die Lane oben rausführen und dann hier wieder mit rangehen. Das sollte hinkommen. Nächstes. Und dann brauchen wir nur noch eins danach, wenn die Batterien dann fertig sind. Wir verbrauchen gerade 4.000 Eisen pro Minute. Aber produzieren nur 3.6. Ja, da müssen wir nachbauen. Jo, haust du rein, Assassin's Associations. Danke für das Dabeisein. Wie gesagt, wir machen morgen dann irgendwann weiter. Alle Infos wie immer im Discord. Das Übliche. So, 11 Stück brauchen wir noch, dann haben wir's. 10. Und noch eine glatte 7. Die sind alle verbraucht hier, ne? Ja, das war klar. Brauchen ja auch jeweils nur einen, so ein Elektromotorteil. Das macht schon Sinn dann, dass das alles weg ist. So, und jetzt haben wir noch 2 über. Einmal und nochmal. Gut, dann können wir hier die Verbindung gleich wieder anschließen. Passt. Dann warten wir noch auf 4 weitere Batterien. Ja, kann man so nebenbei durchlaufen lassen, gar kein Thema. Ja, ansonsten. Ab morgen müssen wir echt mal so ein bisschen den Reaktor erweitern. Ich meine, wir haben noch viel dabei. Beton, wie gesagt, haken wir noch nicht ab, weil der Veredelte noch fehlt. Das können wir auch morgen noch machen.
Prozessorproduktion erweitern. Das können wir abhaken erstmal. Landaufschüttung machen wir noch. Die Produktion dafür haben wir ja schon gebaut. Ja. Modulproduktion, das wird wieder heftig. Das ist echt immer so ein Ding. Das ist nicht schön. Oh, uns fehlt noch ein Prozessor. Na gut. Können wir nicht irgendwo einen einzelnen abfangen? Weil dann haben wir mal wieder ein bisschen Luft im Inventar. Hier zum Beispiel. Oh Gott, Alter, ich komme damit gar nicht klar, ne? Im besten Willen. Ha. Erwischt. So, für die erweiterten Batterien. Achso, wir brauchen ja noch mehr davon. Okay. So. Läuft, im wahrsten Sinne des Wortes. Wir bräuchten noch eine Batterie mehr. An sich. Warte. Okay, das machen wir auf jeden Fall noch. Oh Gott, das wird langsam, wird's unbrauchbar. Ah, guck mal, die Kohle. Bald ist leer. 5. Wir brauchen 50. Das reicht noch nicht ganz, was wir hier haben. Exakt. Punktlandung. Dann brauchen wir Stahl. Stahl können wir ruhig ein bisschen mehr mitnehmen, aber ich nehme das diesmal tatsächlich von hier. 10, genau. Und hierfür brauchen wir dann nochmal ein paar Prozessoren. Mist. Naja, egal. Haben wir halt dann über. Passt schon. Ja, gerade diese Sachen wegen Laufgeschwindigkeit und Co. Das ist immer so ein Ding. Da brauchen wir demnach, demnächst auf jeden Fall so ein Logistiksystem, was uns Dinge, ja, zuführt. Weil damit irgendwelche Sachen präzise einzusammeln, ist nicht mehr möglich. So, aber wir kümmern uns erstmal darum. Können wir doch jetzt auch einfach so machen. So, das kann weg. Und die Upgrades, die ich gerade eingesammelt habe, die sind genau für diese Kollegen hier. Ich werde aber erstmal nur die Geschwindigkeitsmodule einbauen. Da haben wir natürlich nicht genug von, ist klar. Dann kriegt der noch einen. Oder drei, besser gesagt. Dann lassen wir nochmal... Genau, das kann weg. Das kann weg. Das noch nicht. Das noch nicht. Das kann weg. Dann kriegt der hier noch drei Stück. Genau. Und was wir alternativ noch machen könnten. Ja, pass auf, was machen wir? Wir reißen mal eben den Kram hier unten ab. Aber bei halt den Output, den könnten wir schon da lassen, ne? Zack, zack. So, dann können die nämlich noch ein paar Sachen machen. Machen wir es ausgeglichen. So, da sind noch 50. Da sind noch 50. Jo, passt. Da können wir auf jeden Fall noch mal ein paar von den Grünen nachfüllen. Die Geschwindigkeit ist schon krass, ne? Ich nehme noch mehr mit. So, dann kriegen wir hier noch ein paar Upgrades raus, so nach und nach. Mit den Effizienzmodulen hier, da machen wir... Das machen wir später. Und nur schon mal so eine kleine Vorbereitung, dass wir da ein paar von da haben. Ja. Es ist nicht mehr viel da.
Das ist schon mal sehr schön. Ich hätte wahrscheinlich auch nach dem Stream noch ein bisschen weiterlaufen lassen, während ich dann den ganzen Quatsch hier zusammenschneide und rendere. Und dementsprechend könnten wir mit ein bisschen Glück morgen diese Erzvorkommen da unten loswerden. Das wäre schon mal nicht schlecht, glaube ich. So, der Vorteil ist, wir können mal sagen, dass wir schnell nochmal eben hochlatschen, weil das ist echt cool hier. Ich habe die Idee. Machen wir das mal so und der Kollege hier geht nach unten. Somit verteilen wir das, was von hier unten noch kommt, nur noch auf einer Lane. Daher sollten wir nicht mehr ganz so viele Probleme haben. Das hier können wir uns auch sparen. Genau, dann kommt der hier damit ran. Ich habe noch eine bessere Idee, das müssen wir ein bisschen anders aufteilen, denn machen wir das nicht so. Und der hier geht dann rüber. Genau. Das Ding ist sowas von leer. Aber es kommt halt auch nichts mehr nach, ne? Das ist klar. Aber somit haben wir hier schon mal zwei Bahnhof-Lanes wieder angeschlossen. Das sollte dafür sorgen, dass hier unten auch ein bisschen mehr geht und dass diese ganzen Öfen mal wieder anfangen können zu arbeiten. Und sobald halt unten das Kupfervorkommen weg ist, packen wir die dritte wieder dran und dann passt das. Ja, wir können die Aufteilung hier nochmal eben schnell ein bisschen beobachten. Cool wäre, wenn man mal sehen könnte, dass es sich hier hinten vielleicht wieder so ein bisschen anstaut. Aber ich glaube, das schaffen wir noch nicht. Doch, der Zug kommt gerade. Das heißt, die dritte Lane hat auch wieder was. Ja, jetzt geht was. Ja. Und das ist nachher halt, wenn wir die dritte Lane angeschlossen haben, wieder Dauerzustand. Dementsprechend sehe ich da überhaupt keine Probleme. Ja. Es ist halt momentan hier ein bisschen unausgeglichen, weil hier oben immer komplett leer gesaugt wird. Aber das pendelt sich dann auch wieder ein, sobald halt alles angeschlossen ist. Ja, füllt sich auf. Sehr gut. Kohle reicht gerade noch so. Aber wir haben den Bahnhof oben ja schon fertig, dementsprechend haben wir da auch kein Problem mit. Hier kupfermäßig ist wieder voll, schaltkreismäßig auch. Hier ist auch alles soweit am Start, ja, sehr gut. Das ist zum Abschluss auf jeden Fall schon mal eine gute Nachricht. Und das, obwohl die Forschung läuft. Ja. Ja, wir müssen morgen halt nochmal gucken, dass wir, oder im Laufe der Zeit, dass wir halt hier das Kupferding noch voll machen mit zwei weiteren Fabriken. Das passt hier sogar noch rein. Haben wir durch Zufall ganz gut bemessen. Und Eisen müssen wir halt auch erhöhen. Ja, ich denke mal, dann ist das hier an sich ein guter Zeitpunkt, um Factorio für heute zu beenden oder generell auch den Stream. Ja, 4 Stündchen haben wir gemacht. Das ist auf jeden Fall eine ganz gute Bilanz. Morgen ist dann wieder Open End. Also da machen wir bis tief in die Nacht. Starten vielleicht früher. Mal gucken. Und dann werden wir mal sehen, was wir hier noch so reißen. Wie gesagt, also mir brennt so ein bisschen unter den Fingern, diese ganze Reaktorautomatisierung einfach mal fertig zu machen. Aber wir haben halt immer so viele andere Baustellen noch am Start, dass wir da gar nicht zu kommen. Also das ist immer krass. Ja, aber hier haben wir jetzt auf jeden Fall erstmal wieder einen Puffer eingebaut. Die Idee mit dem Alarm von Magic, das machen wir auf jeden Fall, weil das ist nämlich echt geil. Dann werden wir uns auch ein paar weitere Rüstungen bauen. Aber ich denke mal, dass wir die verschiedenen Rüstungssets erst bauen, wenn wir die Modulfabrik haben. Und das wird auch nochmal richtig fett Ressourcen fressen. Aber egal, machen wir trotzdem, weil darum geht es ja irgendwie in Factorio. Punkte auf der To-Do-Liste haben wir definitiv genügend und dementsprechend würde ich sagen, dass wir die Aufnahme an der Stelle hier beenden. Danke fürs Zuschauen
und haut rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.